Wenn auf Farben Farben folgen, einer prächtiger und leuchtender als der andere ist, dann schauen Sie mit Sicherheit in ein Becken voller Kois. Diese karpfenähnlichen Schönheiten sind in Wildermirming bei Martina und Reinhard Sies zu Hause. Die beiden Tierliebhaber stecken seit Jahren all ihre Freizeit und vor allem ihr Herzblut in ihr liebstes Hobby. Ein Koi ist eigentlich nur ein bunter Karpfen, der aus einer Zufallszüchtung in Japan entstanden ist. In den Reisfeldern haben sich die Japaner damals als Nahrungsmittel Karpfen gehalten. Und durch eine Mutation ist dann ein bunter Karpfen herausgekommen. Und die haben das durch jahrhundertelange Züchtung so weit gebracht, dass sie die verschiedenen Varietäten jetzt rausgezüchtet haben. Und ja, dann sind dann die Koi nach Europa und in die ganze Welt gekommen. Ein echter Koi ist aber nur ein Koi, der in Japan geboren wurde, hast du mir erzählt. Oder wie läuft das genau? Die wertvollen Koi, sagen wir jetzt einmal. Es gibt viele Koi, das sind dann die Euro-Koi, die in Europa auch auf die Welt kommen. Aber wirklich wertvoller Koi ist der, der aus Japan kommt, weil nur die Japaner die Elterntiere dazu haben. Die Genetik, die ganzen Farbvariationen, die bestimmten Voraussetzungen, um eine Größe zu erzielen, die haben nur die Japaner. Das Fachwissen, das sie sich über Jahrhunderte angeeignet haben, verlässt Japan auch nicht. Es wird auch nie ein gutes Elterntier Japan verlassen. Und die werden eben drüben gezüchtet in den sogenannten Mudponds, in diesen Naturteichen. Und wie es bei unserem Züchter zum Beispiel ist, bei Konishi, kommen nur 0,1 bis 0,2% der gezüchteten Fische auch dann in den Verkauf. So oft wird selektiert, bis dann wirklich die Qualität vor der Quantität da ist, um diese Fische dann in den Verkauf zu bringen. Für den Verkauf fliegt die Familie Sies extra nach Japan, um ihre Lieblinge zu holen. Am Beginn der Saison halten sie an die 300 Fische, momentan sind es an die 40. Wie groß ein Koi wird, hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem die Wasserqualität ist ausschlaggebend, ob ein Koi sein Wachstumspotenzial voll ausschöpfen kann. Diese Prachtexemplare sind zwischen 35 und 90 cm groß und bis zu 15 kg schwer. Der älteste ist 5 Jahre alt. So ein Koi, also den ältesten, den ich kenne, der ist 58 Jahre und das ist wirklich ein biblisches Alter. Im Normalfall werden Koi bei uns in den Anlagen zwischen 20 und 30 Jahren bei guter Haltung und den besten Voraussetzungen. Wenn man jetzt auf den Preis eingeht, ab wann fängt denn so ein Koi an? Also wenn wir im Mai mit unserem Koi-Opening starten, wir haben einmal im Jahr im Mai dieses Frühlingsfest, da haben wir dann Koi schon ab 49 Euro da. Also wirklich für jedermann leistbar, sind dann kleine nette Koi und nach oben gibt es keine Preisgrenze. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La, 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 la. Die meisten Freude macht, wenn man nach einem arbeitsreichen Tag nach Hause kommt, sich eine schöne Tasse Kaffee nimmt und sich zu den Koi raufsetzt. Man merkt, der Koi erkennt einen, erkennt sein Herrchen, sein Frauchen. Sie kommen raus, sie wollen Beachtung haben, sie wollen gestreichelt werden, sie wollen gefüttert werden. Sie sind direkt beim Besitzer, also es ist nicht dieses Fischverhalten, Mensch kommt an Teich, Fisch flüchtet, sondern es ist ein richtiges Haustier. Und man sieht ihn dann, wenn er so ganz ruhig seine Bahnen schwimmt, man geht um den Teich, der Koi wird immer einen begleiten rund um den Teich. Und jeder, der das auch einmal erlebt hat, kann das bestätigen. Es ist ein richtiges Haustier und durch seine ruhige Ausstrahlung macht er eben das Besondere. Habt ihr einen Lieblingskoi? Ja, es hat jeder von uns seinen Lieblingskoi und widmet natürlich besonders viel Aufmerksamkeit meiner. Vom Küsschen geben bis aus der Hand fressen, machen sie natürlich alles. Wobei natürlich, man sollte nicht zu viel Herzblut dranhängen, denn alle Koi, die wir in unserer Anlage sind, sind auch zum Verkauf.